Huch! Feuchti. Für euch ist gerade nur eine Sekunde vergangen. Für mich ist eine Nacht und ein ganzer Tag vergangen. Und die Sachen sind durch den Grinder gelaufen. Und hier seht ihr, was wir aus unserer kleinen Mining-Tour, die wir gemacht haben, rausbekommen haben. Ziemlich viel. Und hier, hier ist Voidi. Hallo, Voidi. Hallo, Zuschauer. Voidi wollte mitmachen und Voidi wollte helfen, Kisten tragen, glaube ich. Was, ich wollte Kisten tragen? Nein, Voidi wollte nicht Kisten tragen. Ich wollte das viele, viele Redstone bewundern, was du da gegrindet hast. Ja, total super. Und dir sagen, dass du aus einer Extractor noch mehr herausbekommen hättest. Ja, das Lustige ist ja, dass ich das, als ich gestern Abend das Video gedreht habe, habe ich gesagt, ja, und jetzt wird bestimmt irgendjemand sagen, dass ich mit dem Extractor wahrscheinlich mehr rauskriegen würde. Aber ich nehme jetzt den Grinder, weil der Extractor aus ist. So, ich werde mir jetzt von mir zu Hause zwei Dollys besorgen, die beiden Kisten in meinen Rucksack packen und werde sie dann quasi mitnehmen. Oh, hallo, rausgeflöppte Wabe. Die Frage ist jetzt nun, wo habe ich die Dollys? Hallo, rausgeflöppte Biene. Ist da eine Biene rausgeflöppt? Ja, weil die Kiste voll ist. Ja, die Kiste ist immer voll. Ich mach was raus, okay? Guck mal, da oben sind auch, wenn du magst, kannst du es da oben einsortieren. Da oben sind ja, mache ich auch. Canola-Seeds. Die Bienen produzieren Canola-Seeds. Auch noch? Ja, auch noch. Und wie kommt da Gunpowder rein? Ja, das war ich. Vielleicht ich. Ich dachte, es gibt keine Bienen, die Gunpowder produzieren. Okay. Gibt's vielleicht schon, aber ich wüsste jetzt gerade keinen. Aber ich kenne auch nicht alle Bienen, also. Gucken. Ja, doch, aus Powder gekommen. Echt? Die machen Gunpowder? Ja, die machen Gunpowder. Tausendsasser, diese Bienen, Tausendsasser. Ja, es sind halt Bienen, ne? Wo hatte ich meine... Ich frage mich jetzt gerade, wo ich mein Inventar entleert hatte, bevor ich los bin, um... das zu holen. Um... Ach, Wortfindungsstörung. Zu meinen. Irgendwo rein hatte ich mein... Oh, hier flöppen Dings rum. Ich hatte irgendwo mein Inventar hin entleert, damit es leer ist, damit ich genug Platz für alle habe. Mit deinem Lagersystem wäre das Ruhe. Nicht passt. Jetzt muss ich nur die richtigen Fässer finden für die richtigen Combs. Die sind oben drüber. Siehst du an den Farben? Ja, nee, aber die sind ja manchmal... Warte mal, ich habe... Du kannst die Slippery Combs... Ja. Die kannst du auch ruhig schon hinten zu dieser Bärenfarm hinbringen. Wo ist die Bärenfarm? Ach so. In meinem Keller. Okay. Ja, okay. Gut, ich suche gerade noch die Stringy kommen. Das ist, glaube ich, die zweite Barrel. Wo? Oben am Haus. Oben dran. Wenn du vor der Kiste stehst, links oben an der Hauswand. Welcher Kiste? So, meinst du, die Kiste draußen? Kiste. Ja, draußen. Moment, da muss ich, wo war der Eingang? Da war der Eingang. Die sind über dem Eingang, hängen Barrels. Ah, da, stimmt. Jetzt die habe ich gar nicht gesehen. Honey, Springy. Water. Man sollte nicht mit dem Feuerzeug in der Hand rumlaufen. So, ich bringe die Kiste am besten direkt schon mal in mein, Lagerdings. Canola Seeds. Obwohl, nein. Die kann ich am besten. Die Canola Seeds kannst du auch direkt mit zur Bärenfarm bringen. Ja, ja. Und die Water Drone? Guck mal drin, da ist eine Kiste mit vielen Bienen. Ja, das sind viele Kisten mit vielen Bienen. Ja, stopf sie einfach irgendwo rein. Okay. Dürften ja nicht so viele Water Drones sein. Nee, es war nur eine. Solltest die Kiste solltest die Draußenkiste mal irgendwie anschließen. Und verdoppeln. Ja. Und ja, das Ding ist, Strongbox draus machen. Das Ding ist halt, dass ich die Bienen, die da drin sind, immer wechsle. Das heißt, ein festes Lagersystem lohnt sich da gerade gar nicht, weil ich immer die Bienen reinstecke, die ich gerade brauche. Ja, ja. So, ich gehe mal hier runter. Ich mache das jetzt so, dass ich, die Metalle, die ich hier rausgeholt habe, direkt in mein System einspeise. Wo dann daraus Blöcke gemacht werden. Ja. Ich glaube, das ist am klügsten.
weil dann muss ich mich um die Weiterverarbeitung so, dessen nicht mehr kümmern. Sind meine FPS weg. Das ist nicht so schön. Niemand braucht FPS, Brody, niemand. Doch. Auch du brauchst FPS. FPS ist eine Lie. So. Da war die Mining-Tour, glaube ich, relativ erfolgreich. Da habe ich noch Gold. Wo war Gold? Ich glaube, David hatte das nach Farben. Ja, David hat die Metalle nach Farben sortiert, was sehr praktisch ist. Also das Gold an dem gelben Ding ist zum Beispiel. Die Frage ist jetzt Rotary Craft Kupfer. Wird das, ist das, also kann man das Synonym verwenden zu dem Tinker? Brindelbeer ja. Im Autocrafting aber nein. Gut, dann muss ich das händisch machen. Na, ich wollte es gerade in meine Blockherstellungsmaschine reinstopfen. Ja, natürlich. Aber da hat das nicht erkannt. Nee, weil dieses Autocrafting auf den, also die Items, du legst die Items selber fest. Ja. So, da ist nochmal Eisen. Rein mit dir. Kohle. Ja, nee, das lasse ich erstmal noch drin. Nee, hier muss ich ja gar nicht lang. Hoch. Und dann hole ich direkt die zweite Kiste noch mit. Och, Katze! Du kannst dich nicht auf meinem Schoß wälzen. Das funktioniert nicht. Katze, damit du da genug Platz hast, dann müsste ich erst ein bisschen dicker werden. Ja, also... Ja, dicker, ess mehr. Ja. So, Kiste. Ich habe Kiste und bringe sie auch da hinten hin. Ups. Aber ich bin noch ganz stolz, dass sich das jetzt mittlerweile selbst trägt. Also das ist, alles. Dieses alles. Dieses alles. Hilfe. Alles, vieles und noch mehr. Nee, die Bärenfarm. Alles, vieles und noch mehr. Da bin ich ein bisschen glücklich drum. Das alles auch noch viel mehr würde ich machen. Nein, Woldi, du bist nicht König von Deutschland. Das wollte ich doch gar nicht sagen, wenn ich... Ja, wer? Oder so. Ach, okay, mit dem Tink. Ah, das geht auch wieder nicht. Mist. Okay, dann muss ich den Kram hochnehmen. Wenn ich Blöcke jetzt hier aus dem Aluminium, aus dem Rotary Craft Aluminium mache, kann ich das dann trotzdem mit dem Tinkers Blöcken zusammenstopfen in eine Barrel? Das müsste doch, glaube ich, gehen, weil wir hatten doch rausgefunden, dass die Barrels vereinheitlichen. Gucken wir mal. Das wäre nämlich großartig, weil bei dem Extractor, beziehungsweise bei dem Grinder ist ja jetzt Rotary Craft Schlönz rausgekommen. Ja. Und ich brauche ja Tinkers Schlönz. Die Bären hier werfe ich mal kurz in den... Ich habe die doch jetzt eingeplöppt. Wo sind die denn jetzt hin? Ja, vielleicht ach, hier. Ach, du hast die geplöppt. Achso, gut. Dann... Spuck du sie mal in den Vacuum Hopper. Wo kommen die Canola-Seeds hin? In welchem Grinder? Die kämen theoretisch in diesen Grinder. Warte mal. Huch, nicht ins Feuer springen. Der steht hier. Also da, wo ich jetzt gerade drauf gucke. Unter der Wasserpipe. Ich befürchte aber, dass sowohl die Barrel als auch der Grinder voll sind. Musst du mal schauen. Hey. Komm mal hier zu mir auf meine Seite. Ja. Wenn jetzt das hier ist alles nicht ganz so zugänglich hier. Nee, soll's auch nicht. Siehst du da den Grinder? Ja, sehe ich. Und rechts daneben ist die Barrel. In der Barrel ist noch Platz. Gut. Aber warum ist in der Barrel Platz? Doch, das muss zugänglich sein. Nein, muss es nicht. Das ist alles super so. Ich mag ja keine Leute, die keine zugänglichen Maschinen bauen. Wartungsmaschinen, im Wartungsgängen und so. Weißt du, das solche ist Leute hasse ich so. Solche Leute hasse ich ja. Woldi, das ist großartig so. Und dann lache ich euch aus,
weil es explodiert, weil er nicht gut genug rankommt, ja? Das ist dann großartig, Voldy. Uns ging es um die Kompaktheit der Anlage. Na gut, okay. Dann ist okay. So, jetzt. Also, eigentlich nicht, aber dann. Naja. So, jetzt muss man. Ja, man muss Prioritäten setzen manchmal. Ja, ja. Much Enderman Sterbing hier. Ach, hier ist. Irgendwie ist mir hier die Workbench, also dieser Worktable, der Crafting Table, der hier war, der ist mir irgendwie abhanden gekommen. Dann bauen wir einen neuen. Ach nein. Halt nicht. Voldy? Ich habe ein Problem. Ja. Ja. Schau mal in diesen Crafting Table hier. Dann siehst Welche? Du mein Problem. Hier, der hier steht. In meiner Crafting Station. Ja. Interessant. Siehst du mein Problem? Interessant. Ja, definitiv interessant. Moment. Ach so, warte mal, wo hast denn du das? Das Aluminium hast du aus? Dem Grinder. Aluminium Flakes, okay. Ja. Das ist verwirrend. Habe ich einen Bug gefunden, den du noch nicht kanntest? Ich weiß nicht, ich bin ein bisschen verwirrt, weil. Hä? Das ist ein komisches Rezept. Ja, hast du nicht eine Barrel mit Aluminium-Ingots? Nein, ich mache ja aus allem Direktblöcke. Ach so. Aber ich kann eine Barrel schnell hinstellen. Glaube ich, wenn ich eine frei habe. Ach, guck mal, hier ist eine frei. Da waren mal Barrels drin in dieser Barrel. Ja, die habe ich noch hingestellt. Sie wird jetzt unsere Umwandlungsbarrel. Ja, das bräuchte. Hast du ja. Ja, ich habe normales Alu. Brauche ich ja nur eins. So, dann gucken wir mal, ob das funktioniert. Puff. Na. Puff. Woody? Alles gut? Ja, ging es? Ja, ging da, siehst du? Gut, okay. Ja, ich sehe Aluminium-Ingot. Ja, da waren war vorher eins drin und jetzt sind 63 drin. Andere. Und jetzt kann ich auch Blöcke rausmachen. Sehr gut. Dann lasse ich die Barrel als Umwandlungsbarrel da stehen. Ich habe doch bestimmt noch mehr, was ich umwandeln muss, oder? Ja, Mist, ich habe noch 3 Stacks. Ich hätte die einen vielleicht drin lassen sollen. Wir machen das schon. So. Voldy, du kannst ja mal erklären, warum wir das jetzt umwandeln müssen. Damit die Leute nicht denken, sind die doof. Weil die Rezepte kaputt sind. Oder ein Rezept wahrscheinlich. Weil zwei verschiedene Mods das gleiche Metall mitbringen. Ja, das ist eigentlich das Grundproblem, ja. Und wir deswegen das Problem haben, dass die nicht irgendwie gleichberechtigt erkannt werden und verwendet nicht werden. Nicht immer irgendwie alles, ja. Ich guck gerade nach. Wie viele Aluminiumblöcke gibt es denn eigentlich? So, dann bringe ich die Blöcke jetzt da oben hin. Schwupp. Das sieht gut aus. Was habe ich denn jetzt noch hier drin, was so umgewandelt werden dürfte? Ach, hier war die Kiste. Calcit-Gems. Dafür habe ich gar keine Barrel. Muss ich gleich mal unten gucken. Ah, okay. Jetzt weiß ich, warum. Boy, du klingst verzweifelt. Was ist los? Ja, wie gesagt, dass das so ordentlich Sachen sind. Ja. Dreckskacker. Naja.
Das Problem ist, es gibt halt zwei verschiedene Aluminiumblöcke. So. Die Frage ist jetzt, welcher Aluminiumblock soll rauskommen, wenn du nur in Inkets reinlegst? Aber es kam ja überhaupt keiner raus. Also ja, das war noch ein anderer Fehler. Ja, in Folge, das ist ja dann so. Die Frage ist halt, wie wird das bei anderen festgelegt? Bronze. Bronze. Gibt es auch zwei Bronzeblöcke? Ja. Also, denke ich mal, weiß ich nicht. Guck mal, es gibt einen von Forsti und einen von Tingers Construct. So, ich bringe mal mein komplettes Inventar voller Redstone in mein wunderschönes. Oh, aua, aua, aua. Stirb! In dein wunderschönes Aua, 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 Aua. Richtig, in mein wunderschönes Aua, Aua stirb. Nein, in mein Lagerhaus. Aber vorher muss ich was essen. Sonst sterbe ich nämlich. Sonst stirbst du wirklich? Ja, sonst sterbe ich tatsächlich. Hüpf. Hüpf. Ach, meine Nachbarn nehmen wieder das Treppenhaus auseinander. In diesem Video grüße ich herzlich meine lauten Nachbarn. Ja, und ich grüße niemanden, sondern ich frage die Zuschauer, wie wir das lösen könnten mit den Blöcken. Welche Blöcke wann rauskommen. Tja. Also es wir machen so Jeopardy-Musik und dann kommen immer so verschiedene raus. Ja, also eine Lösung wäre natürlich, also für die Metallblöcke, aber irgendwie wirklich problematisch ist es eigentlich nur bei den Metallblöcken. Ich vereinheitliche das auf einen Typ, also kommt halt immer Tinkers Construct-Blöcke raus oder so. Und du kannst nämlich, das ist ganz gut, es gibt nämlich, also bei vielen Sachen gibt's von der Chisel-Mod noch Metallblöcke mit Mustern drin. Okay. Und die können, also das ist an sich schon so angelegt und geht bei den meisten auch, dass du im Chisel halt zwischen den verschiedenen Mod-Blöcken dann hin und her chiseln kannst. Also das Millennium hat ja auch ein schönes Muster als Block. Ja, bei Millennium ist es egal, weil da gibt es nur eine Variante, also eine Sorte, ein. Aber warum ist da eine 5 drauf? Oder so ein Dollarzeichen ist das, ne? Ja, ne? Frag mich nicht. Das ist ein Dollarzeichen, ne? Ja, wahrscheinlich, weil das, ja. Weil der Ersteller des Modpacks Dollarzeichen mochte, keine Ahnung. Nein, nicht des Modpacks, der Mod. Achso, stimmt, du bist der Ersteller des Modpacks. Du magst keine Dollarzeichen, denn das ist das Zeichen des Kapitalismus. Richtig, und wie wir alle wissen, bin ich ja Kubunist. Richtig. Ja. So, was wollte ich denn jetzt machen? Ich bin wieder ganz. Achso, ich wollte meine Kisten leer räumen, richtig. Meine Kisten von der unglaublich großartigen Mining-Tour, die Voidy nicht gesehen hat, weil sie noch nicht bearbeitet und hochgeladen ist. Und weil sie auch total. Ja, wenn ich sie sehe, dann. Wirst du dich total freuen. Nein, es ist echt? Total organisiert gewesen. Yay. Ich habe versucht, die Schlucht wiederzufinden, durch die wir damals durch sind, aber ich habe sie nicht wiedergefunden. Die, wo ich vergessen habe, dass wir was durch gemeinsam durch eine Schlucht durchgelaufen sind. Richtig, richtig. Man kennt das. Ich werde mich gleich nochmal ein wenig darum kümmern, dass die Ethanolproduktion besser läuft. Ich weiß gar nicht, hab ich ein Kohle-Dings da unten? Das weiß ich nämlich gar nicht. Vielleicht sollte ich einfach eine Barrel-Fabrik bauen. Also du meinst ja einen Barrel-Autografting. Richtig, ja, wo ich oben Holz reinwerfe und unten Barrels rauskommen. Wobei, so viele Barrels braucht man, glaube ich, gar nicht, oder? Weiß ich nicht. Am Ende upgradest du ja eigentlich nur noch. Ja, ja, ja. So, ja, ich habe Kohle. Oh, jetzt bin ich runtergefallen. Yeah. Kohle. So, Kohle ist auch vorhanden. Die Diamanten kommen in die Diamantenkiste. So, das sieht ja eigentlich alles schon mal recht gut aus. Es
Jetzt muss ich nur noch das Zinn umwandeln. In cooles Zinn. Und das Kupfer in cooles Kupfer. Ah, ich habe meine Allergietablette nicht gefunden. Jetzt juckt mir die ganze Zeit die Nase. Ja. Ich hätte jetzt gerne ganz viel Mitleid.